Mein Name ist Andreas Münch, bin 55 Jahre alt, komme aus dem kleinen Saarland, bin selbstständiger Handwerksmeister im Bereich Heizung, Sanitär und Klimatechnik. Also mit dem Diabetes 2 bin ich jetzt etwa seit 6 Jahren beschäftigt. Diagnose kam für mich sehr schlagartig. Und habe anfänglich angefangen mit 28 Einheiten Langzeitinsulin. Habe dann über die 6 Jahre immer Schwankungen nach oben, nach unten. Und jetzt eigentlich so vor einem halben Jahr etwa relativ viel Insulin spritzen müssen. Lag dann bei 44 Einheiten am Tag. Und meine Werte wurden eher schlechter wie besser. Und auch ein Problem der Gewichtszunahme. Also der höchste Punkt gewichtsmäßig war ich so bei 135 Kilo. Dazu kamen dann Blutdrucktabletten. Forsega 10 Milligramm musste ich dazu nehmen und habe dann über Eigenwille eigentlich mein Gewicht nochmal können reduzieren, trotz Insulineinnahme, und stand dann so bei 115 Kilo. Und dann gab es aber auch kein weiterer Weg nach unten, nicht in dem Stil, wie ich die Ernährung vorgenommen habe. Also der Auslöser kam eigentlich bei der letzten turnusgemäßen Blutwertabnahme. Da kam die Aussage der Diabetologin, wenn das noch schlechter wird, käme halt das Direktinsulin sofort nach der Mahlzeit dazu. Selbst probiert eigentlich recht wenig, weil ich ja im Glaube war, ich mache alles richtig. Also diese Geschichte, auf was man in der Ernährung als Diabetiker verzichten soll, habe ich zu 99% ja gemacht. Und trotzdem ging es immer weiter bergab. Also dazu kam dann eben dieser Kontakt zu euch mit einem anfänglichen Beratungsgespräch, das aus meiner Sicht wahnsinnig interessant war. Viele Ansätze allein in diesem ersten Gespräch. Natürlich dann auch irgendwo, ist das so umsetzbar? Stimmt das in dieser Form, dass man so schnell Ziele damit erreichen kann? Und habe mich dann dazu entschlossen zu sagen, ich probiere es, ich habe nichts zu verlieren, es kann ja nur besser werden, schlimmer wird es von ganz alleine. Und habe dann 13. Mai angefangen, die Ernährung nach dem Schema komplett umzustellen, zu dem Zeitpunkt in Urlaub in Kroatien, und habe in den 3 Wochen Urlaub einen Erfolg erzielt, an den ich nie geglaubt habe. Das ging Schlag auf Schlag und dementsprechend in einer rasenden Geschwindigkeit das Insulin reduzieren konnte, bis zu dem Erfolg, dass ich mittlerweile das Insulin komplett abgesetzt habe. Bedingt durch den Urlaub war natürlich Wiegen nicht so das tägliche, was durchführbar war, und nach dem Urlaub noch heimgekommen und den nächsten Wow-Effekt, dass ich im Urlaub dann schon circa 4 Kilo abgenommen hatte. Obwohl ich jeden Tag mich satt essen konnte. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wir machen keine Diät. Wir essen einfach nur das Richtige. Vom Wohlempfinden her ging es mir von Anfang an gut. Und dann ging das eigentlich gezielt weiter mit einer noch besseren Kontrolle, dass ich also täglich mich morgens wiege, ich alle 3 Tage meinen Blutdruck messe und habe das Gewicht mittlerweile runter auf 94 Kilogramm. Ich habe meine Blutdrucktablette halbiert, hatte halt morgen einen nüchternen Blutdruck von 111 zu 77. Es geht mir einfach nur gut. Das Einzige, was ich in meinem Leben zu der Ernährung geändert habe, dass ich mich gezielt mehr bewege. Bewegung heißt in dem Fall, wie angeraten, man geht. Kein Hochleistungssport, kein Ausdauersport. Ich bewege mich in der Form, dass ich spazieren gehe, dass ich ganz gezielt Wegstrecken zu Fuß gehe, nicht mit dem Auto fahre. Ich laufe morgens zum Bäcker 2 Kilometer und 2 Kilometer zurück.
Und das reicht eigentlich, um diesen Riesenerfolg daraus zu ziehen und einfach nur sagen kann, ich bin überwältigt. Also eines der größten positiven Erlebnisse daraus ist die Geschichte, was Obst betrifft. Ich habe in 6 Jahren schulmedizinischer Diabetesbetreuung eigentlich nur gelernt, so wenig wie möglich Obst essen, was ich sehr bedauert habe, wenn ich gerne Obst esse. Und habe jetzt gelernt, wie wichtig Obst essen ist und genieße das täglich in größeren Mengen Obst zu mir zu nehmen. Ich freue mich abends schon auf mein Frühstück mit Obst und esse ganz viel Beeren. Habe noch nie im Leben so viel Erdbeeren gegessen wie dieses Jahr. Und das war für mich einer der Hauptpunkte, wo ich gesagt habe, wie kann es möglich sein, dass man an so einer wichtigen Information vorbeigeht durch die Schulmedizin. Also am meisten konnte ich hier mitnehmen, dass mir Menschen mit einem wahnsinnigen Fachwissen den Weg gezeigt haben auf einer Ebene, dass ich es verstehe. Menschen mit einem sehr hohen Fachwissen sind nicht unbedingt in der Lage, dieses Fachwissen laienhaft zu transportieren. Und das habe ich hier in einer Art und Weise erfahren, dass ihr mich immer wieder an dem Punkt abgeholt habt, wo ich gestanden habe. Immer wieder motiviert habe, immer mit dem nötigen Respekt und Verständnis, wenn auch etwas mal nicht funktioniert hat. Und das macht den Vertrauensaufbau und den Erfolg von dieser ganzen Geschichte. Das ist das, was ich ganz klar sagen muss. Ich habe in den 3 Monaten mehr über Ernährung, meinen Körper, über Stoffwechsel kennengelernt, wie über 6 Jahre Diabetesberatung. Ich habe ganz viele neue Lebensmittel kennengelernt, die fein sind. Ich bin da immer noch geflasht drüber, wie dieses Zusammenspiel mit WhatsApp-Gruppe, mit kleinsten Verbesserungsvorschlägen drauf geachtet wurde, die ganz einfach umzusetzen waren, ohne Mühe, ohne dass ich mich dafür habe müssen anstrengen, das Maximum aus allem rauszuholen, bis ins kleinste Detail. Also generell kann ich nur jedem Diabetiker Typ 2 raten, sich damit zu beschäftigen und seinem Leben so eine ganz andere Chance zu geben, gesund und ganz lang zu leben. Es gibt keine andere Möglichkeit, auf eine gesunde Art und Weise dieser Krankheit die Stirn zu bieten. Wir hatten das Thema in einem Call. Ich fühle mich damit, ich sage immer, wie ein trockener Alkoholiker. Ja, ich weiß, die Anlage ist da, ich weiß, ich muss aufpassen, aber ich weiß auch, dass ich über diesen Stil mein Leben genießen kann ohne Medikamente. Chapeau, Hut ab vor eurer Art und Weise, dieses Hintergrundwissen euren Kursteilnehmern mitzuteilen, rüber zu transportieren. Ich habe da riesen Respekt davor, wie ihr das macht. Das Herzblut, was ihr darin investiert, habe ich jeden Tag an euch erlebt. Immer ein Lächeln auf der Lippen, immer für mich da, immer in einer freundlichen Art und Weise. Und ich kann nur jedem raten, schaut es euch an, versucht es und ihr werdet begeistert sein, wie schnell der Erfolg kommt.